Guys, welcome back to the channel on this rainy Christmas day. I've got a few updates to tell you, and the first one is that I've got my very first sponsor, but you will see that in the next video. The water damage apart is not going anywhere. I need to fix the Black Motion first. The engine in the Black Motion is currently running, but it's cutting out while it's running stationary. So there's probably a vacuum leak somewhere, so I have to fix that. But you will see that in the other video also. And hopefully when that is finished, we can finally wrap it, because it's still looking terrible. The Schumacher is still going strong. There are some minor things with it, but nothing serious. I need to do a full service on the car. I need to fix the sky window. But this car is the main reason why I'm posting this video, because I found a very old VHS cassette. And on that cassette is a lot of video documentation about the Fiat Stilo, the Schumacher, with Michael Schumacher and Rubens Barrichello on it. I found it, I sent it off, and I digitalized it so you guys can see it. It's very rare, it is not on YouTube. The video is in German, I can't do anything about it, but I hope you liked it. If you did, hit that thumbs up button, subscribe button, and I wish you all a very Merry Christmas. See you in the next one, bye. It's the time.
Der Fiat Stilo ist in Bezug auf Design und Ausstattungsmerkmale wegweisend in der Kompaktklasse. Und das gleich zweifach. Als sportlicher Dreitürer mit tieferer Sitzposition und dynamischem Karosseriestyling. Und als geräumiger Fünftürer mit variablem Innenraumkonzept. Beiden gemeinsam ist eine Fülle technischer Innovationen. Mobiles Hightech, das sie weiterbringen wird. Wenn es einen Trend zum sportlichen Design gibt, dann findet er seinen Höhepunkt im Fiat Stilo Dreitürer. Er repräsentiert Individualismus, Fahrspaß und Kraft und beweist eindrucksvoll, dass Komfort und Sportlichkeit keine Widersprüche sind. Der Dreitürer wirkt muskulös, aber nicht massig. Seine markant hervorstehenden Heckleuchten unterstreichen die Linienführung. Der Fünftürer ist 7 cm länger und 5 cm höher. Er strahlt Vollkommenheit und typisch italienische Eleganz aus. Glatte Flächen, klare Linien und breite Schultern vermitteln einen ebenso soliden wie sicheren Eindruck. Die großen Fensterflächen und die erhöhte Sitzposition ermöglichen eine gute Rundumsicht. Die Heckleuchten des Fiat Stilo Fünftürers sind betont schnörkellos und unterstreichen sein stilvolles Design. Mehr Raum für Komfort bringt mehr Fahrspaß. Der Fiat Stilo schafft Platz für große und kleine Menschen und für alles, was sie mitbringen. Das Innenraumkonzept des Fünftürers ist revolutionär. Er kombiniert die Kompaktheit eines Kleinwagens mit den Vorzügen einer Großraumlimousine. Der Innenraum ist nicht nur der größte seiner Klasse, sondern auch der flexibelste. Die Rücksitze sind teilbar und bis zu 16 cm in Längsrichtung verschiebbar. Die Rückenlehne des Beifahrersitzes kann zu einem praktischen Tisch umgeklappt werden. Und im Handschuhfach können Sie je nach Bedarf Ihre Getränke kühlen oder warm halten. Das Kofferraumvolumen kann durch das Verschieben der Rücksitzbank auf 410 Liter vergrößert werden, ohne auf den Platz für drei Personen auf der Rückbank verzichten zu müssen. Klappt man die Rücksitzbank um, werden daraus sogar bis zu 1035 Liter. Der Wagen bietet außerdem eine praktische Skidurchreiche und zahlreiche nützliche Ablagen. Unter den Sitzen ist sogar ein Fach für Ersatzschuhe, zum Beispiel für Frauen, die nicht gern mit hohen Absätzen fahren. Hochwertige Materialien sorgen dafür, dass sich jeder im Fiat Stilo wohlfühlt. Besonders innovativ ist das Sky Window aus Glas. Eine der fünf Lamellen übernimmt die Funktion eines Spoilers, der die Windschnittigkeit erhöht und für einen niedrigen Geräuschpegel sorgt. Die übrigen Lamellen verschwinden in der Öffnung und geben in knapp 10 Sekunden den Blick auf ein großes Stück Himmel frei. Der elektronische Schlüssel EasyGo macht den konventionellen Autoschlüssel überflüssig. Er öffnet und verriegelt den Wagen automatisch, wenn sich der Fahrer ihm nähert bzw. sich von ihm entfernt. Der Motor lässt sich dank EasyGo per Knopfdruck starten und stoppen. Die Memory-Funktion MyCar sorgt für individuelle Fahrzeugeinstellungen. Sie speichert auf der Fahrerseite bis zu drei Sitzpositionen und stellt die Außenspiegel ein. Bei Regen setzt ein Sensor die Scheibenwischer in Gang und regelt die Wischgeschwindigkeit entsprechend der Niederschlagsmenge. Der 3D-Parksensor nimmt Hindernisse wahr, die sich außerhalb des Sichtfeldes des Fahrers befinden und zeigt diese durch ein akustisches Signal an. Die City-Funktion sorgt zudem für extrem leichtes Lenken beim Rangieren und Parken. Absolut einzigartig in seiner Klasse ist die Adaptive Cruise Control in der Ausstattungsvariante Abarth. Hierbei handelt es sich um einen Tempomat, der nicht nur dafür sorgt, dass die gewünschte Geschwindigkeit beibehalten wird, sondern auch über eine automatische Abstandsregelung zum Vordermann verfügt. Wurde ein langsamer fahrendes Fahrzeug überholt, wird die Geschwindigkeit wieder so eingestellt wie vor dem Überholvorgang. In Verbindung mit dem 2,4 Liter 20V-Motor mit 170 PS ist eine sequentielle Sele-Speed-Schaltung serienmäßig. Sie ermöglicht das Einlegen der Gänge ganz ohne Kupplung, per Knopfdruck am Lenkrad oder am Schalthebel. So werden die Gänge nicht nur sportlich, sondern auch spielend einfach gewechselt. Thank you.
Der Fiat Stilo bietet sowohl aktive als auch passive Sicherheit auf höchstem Niveau. Ausgeklügelte Sicherheitssysteme und die neuesten Erkenntnisse der Unfallforschung sorgen für optimalen Insassenschutz. Der Fahrer des Fiat Stilo musste eine Vollbremsung durchführen, weil ein anderer Verkehrsteilnehmer unaufmerksam war. Das aktive Fahrsicherheitsprogramm im Fiat Stilo setzte sofort ein und verhinderte durch das Zusammenwirken der einzelnen Komponenten Schlimmeres. Der Fiat Stilo verfügt über ein Anti-Blockiersystem der nächsten Generation. Es reagiert noch sensibler und verhindert das Blockieren der Antriebsräder sofort. Zusätzlich griff bei der Vollbremsung der Bremsassistent ein. Er optimiert die Bremsleistung und verkürzt so den Bremsweg. Das elektronische Stabilitätsprogramm im Fiat Stilo verhindert instabile Fahrsituationen durch gezieltes Anbremsen einzelner Räder bzw. durch Verringerung der Motorleistung und beugt so einem Ausbrechen des Fahrzeugs gezielt vor. Die Antriebsschlupfregelung verhindert das Durchdrehen der Antriebsräder, indem sie das Drehmoment senkt. Ziel der Konstrukteure des neuen Fiat Stilo war es, den Insassen bei einem Aufprall maximalen Schutz zu garantieren. Dieses Ziel wurde durch die Sicherheitskarosserie aus hochfestem Stahl und die durchdachte Rahmenstruktur erreicht. Die Karosserie ist besonders widerstandsfähig und hat in 120 Crashtests ihre Effizienz bewiesen. Front und Heck verformen sich beim Fiat Stilo in einem vorausberechneten Umfang, wodurch ein großer Teil der frei werdenden Energie absorbiert wird und die Insassen im Falle eines Unfalls in der steifen Fahrgastzelle unversehrt bleiben. Im Fiat Stilo sorgen bis zu 8 Airbags für optimalen Insassenschutz. Das ist einmalig in der Kompaktklasse. Die integrierten Rückhaltesysteme basieren auf den neuesten Erkenntnissen der Unfallforschung. Die neue Front-Airbag-Generation gleicht sich dank zweier Aktivierungsstufen automatisch dem Schweregrad des Aufpralls an. Zusätzlich verfügt der Beifahrersitz über einen Sensor, der das Gewicht des Beifahrers misst und das Sicherheitssystem entsprechend einstellt. Das Hightech-Audio- und Telematiksystem Connect bietet die beste Kombination von Technik, Innovation und Dienstleistungen. Es ist ein idealer Reisebegleiter, der Telefonate führt, Informationen beschafft, Straßenkarten konsultiert, Musik auswählt, Hotels bucht, Restaurants empfiehlt und die neuesten Verkehrsmeldungen durchgibt. Das Connect-System im Fiat Stilo ist eine Kombination aus GSM-Dualbandtelefon, GPS mit Notruffunktion, HiFi-CD-Radio und Internetzugang via WAP. Als Connect Nav hat es zusätzlich einen MP3-Player sowie ein Satellitennavigationssystem mit Piktogrammdarstellung. In der Ausstattung Connect Nav Plus erfolgen die Menüführung und die Kartendarstellung über einen 7 Zoll TFT-Monitor. Der Monitor kann per Tastatur, Sprache und Lenkrad-Bedientasten gesteuert werden. Hinter dem Connect-System steht ein Callcenter, über das Serviceleistungen in Anspruch genommen werden können. Vom Notruf über ärztliche Hilfe, Werkstattdienste und Verkehrsinformationen bis hin zum Anruf einer Privatnummer wird Ihnen in jeder Situation weitergeholfen. Und über das Satellitennavigationssystem kann man sich über Hotels, Restaurants und Raststellen entlang der Fahrstrecke informieren. Watch out!
Fiat Stilo. Forward Thinking.